Hallo Leute, in diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Fenster Formel und dem Fenster Differenzenquotient und Steigungswinkel. Im Fenster Formel seht ihr rechts eine Skizze, in das die zwei Punkte A und B und eine Gerade eingezeichnet sind. Der Punkt A hat die Koordinaten 2,7 und 4,2. Zeichnen wir die mal ein. Der Punkt B hat die Koordinaten 10,3 und 8,1. Zeichnen wir die auch in unserer Skizze ein. So, für alle, die jetzt die Steigung der Gerade selbstständig berechnen wollen, die drücken am besten auf Pause und zwar jetzt. Schauen wir es uns an. Also, wir wissen ja schon aus den vorgehenden Videos, dass wir die Steigung einer Gerade durch das Seitenverhältnis ermitteln können. Also, k ist gleich Delta y zu Delta x. Aber wir wissen ja jetzt nicht, was Delta y oder Delta x ist. Zeichnen wir die am besten mal, also Delta y und Delta x, in unsere Skizze ein. Das heißt, wir haben das Delta y, das von 4,2 bis 8,1 geht, und das Delta x, das von 2,7 bis 10,3 geht. So können wir es auch berechnen, nämlich indem wir 8,1, also den y-Wert des Punktes B, minus den y-Wert des Punktes A rechnen. Und Delta x erhalten wir, indem wir den x-Wert des Punktes B minus den x-Wert des Punktes A rechnen. Da kommt dann 3,9 dividiert durch 7,6 raus und das sind rund 0,5131. Kommen wir nun zum Fenster Differenzenquotient und Steigungswinkel. Hier wollen wir die Berechnung von oben verallgemeinern. Das heißt, wir wollen eine Formel finden, mit der wir bei jeder beliebigen Gerade die Steigung ermitteln können. Dazu haben wir zwei allgemeine Punkte mit den Koordinaten xa, ya. Zeichnen wir die gleich in unsere Skizze ein, also hier und hier, und den Punkt b mit den Koordinaten xb und yb. Auch die habe ich wieder für euch in der Skizze eingezeichnet. Wenn wir jetzt die Steigung dieser Geraden, die durch die Punkte a und b geht, ermitteln wollen, dann benötigen wir wie oben das Seitenverhältnis. Das heißt, k ist gleich, also k die Steigung, ist gleich Delta y zu Delta x. Und jetzt können wir Delta y wie oben ermitteln, indem wir den y-Wert des Punktes b minus den y-Wert des Punktes a rechnen. Und dasselbe für Delta x, nur halt mit den x-Werten. Das heißt, xb minus xa. Wichtig hierbei ist, dass ihr von den Koordinaten des rechten Punktes die Koordinaten des linken Punktes subtrahiert. Das ist ganz entscheidend, ja? Das dürft ihr nicht verwechseln. Dann gibt es noch einen weiteren sehr spannenden Zusammenhang, nämlich zwischen der Steigung und dem Steigungswinkel. Da haben wir Tangens von Alpha ist Delta y zu Delta x und das ist gleich k, wie wir schon wissen. Aber wieso ist Tangens von Alpha gleich Delta y zu Delta x? Schauen wir dazu in die Skizze. Wir haben Delta y und das ist gegenüber von Alpha. Somit ist es die Gegenkathete von Alpha. Und Delta x ist die Ankathete von dem Winkel Alpha. Und wir wissen ja, der Tangens von Alpha ist gleich die Gegenkathete dividiert durch die Ankathete, also Delta y durch Delta x. Und diesen Zusammenhang solltet ihr euch unbedingt merken. Ich hoffe, ihr habt viel lernen können und bis zum nächsten Mal.